Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Viele hatten gefragt, ob ich mal mein Alltags-Make-up zeigen kann und euch so Step-by-Step mitnehmen kann. Wie kann ich es besser kombinieren, als eure Fragen und ein Get Ready With Me zu filmen, in eins zu kombinieren. Deswegen gibt's das heute. Ich hatte euch auf Instagram da Fragen gefragt und ihr habt wirklich sehr, sehr viele gestellt. Ich konnte leider gar nicht alle beantworten, aber dann machen wir das einfach wieder in einem Vlog, damit da auch alles mal beantwortet ist. Unter anderem habe ich über mein Tattoo geredet, über das Zusammenleben mit Philipp und über weitere Pläne, was alles noch dieses Jahr so ansteht. Also falls euch das interessiert, bleibt gerne dran. Es könnte sein, dass ich öfter mal nach hier oben gucke, weil da mein Spiegel steht. Also wundert euch nicht. Und alle Produkte findet ihr auch unten in der Infobox, nur für euch zur Info. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit einer Tages- und Nachtcreme. Ich benutze da wirklich ganz wenig und die ist von Salted. Also ihr habt die jetzt schon öfter gesehen. Na, immer noch sehr zufrieden mit. Und da creme ich erstmal meine Haut ein und lasse es ungefähr so ein, zwei Minütchen erstmal einziehen. Die Zeit solltet ihr euch auf jeden Fall auch nehmen. Und ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an, während das einzieht. Auf jeden Fall. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe mich hier vor einer Woche circa tätowieren lassen. Und wieder ein kleines Update für alle, die mich jeden Tag oder fast täglich verfolgen. Es ist besser und meine Haut hat sich erholt. Das heißt, dauert noch ein, zwei Tage und dann sieht mein Tattoo wirklich schön aus und alles ist wieder toll. Meine Haut ist super. Ich habe auch schon das nächste geplant tatsächlich. Das kommt wahrscheinlich hier oder hierhin. Also die Stelle steht fest, nur die Seite noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob ich den Arm hier dann mit Tattoos mache oder auch den dann, je nachdem. Und das wird dann ein Datum. Das Geburtsdatum von meiner Mama. Und wie ich das genau mache, weiß ich allerdings noch nicht, aber da ist noch Zeit. Also ich will jetzt nicht meinen kompletten Körper vollhauen, aber ein, zwei Sachen sind definitiv schon noch geplant, ja. Ich mache jetzt hier weiter mit dem Primer, der ist von Essence. Ich habe mir den schon sehr oft nachgekauft und ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich hatte mal einen von Urban Decay, der war sehr teuer und der hat seinen Zweck auch sehr toll gemacht. Das war super, aber der ist genauso gut und warum soll ich 30 Euro ausgeben, wenn es den auch für 2 Euro gibt? Also habe ich mal den Essence ausprobiert und bin dabei geblieben. Ich mische meine Foundation immer. Und zwar benutze ich hier einmal die von Maybelline, die Perfector 4-in-1 Whipped Make-up, Matte Make-up, whatever. Und die Fit Me 105. Die ist nämlich richtig schön braun und ich bin momentan sehr braun, deswegen passt es. Deswegen kommt die in Kombination mit einem Tick von der, weil die ist ein bisschen deckender als diese Whipped. Wir waren ja in Mallorca und haben dort was gedreht und haben dann Daily Vlogs gemacht. Und es war wirklich cool. Ich habe morgens ILS gemacht und es hat tatsächlich besser geklappt, als ich eigentlich dachte. Dementsprechend habe ich so gemerkt, dass ich es tatsächlich auch schaffen könnte, nochmal irgendwie wohin zu fahren und dort mein ILS-Zeug zu machen. Philipp und ich haben uns dann unterhalten und Thailand ist halt nicht ganz so teuer, weil wir ganz gerne so was im Urlaub erleben wollen. Wir sind nicht nur die Strandgänger und wir brauchen auch kein Luxushotel. Jetzt habe ich gerade bei Airbnb geguckt und da waren wirklich Airbnbs für 35 Euro die Nacht und es waren so komplette Villen mit Pool und so mitten im Dschungel. Da und halt die Flüge, da müssen wir jetzt gucken, wenn die nicht so teuer sind, dann fliegen wir wahrscheinlich nochmal über Philipps Geburtstag, aber alles erst im September, weg 2 Wochen. Ich muss dann, wie gesagt, mein Zeug mitnehmen, aber Philipp hat auch wieder von der Uni her Sachen zu tun, die machen wir dann einfach vor Ort. Weil ganz ehrlich, ist es total egal, ob wir es hier machen oder woanders machen und dann nebenbei noch Sachen erkunden oder anschauen. Also für September ist was geplant, aber ob es so klappt, wissen wir halt noch nicht, weil Philipp braucht ja dann auch Urlaub, er arbeitet ja auch noch. Das ist alles noch ein bisschen in den Sternen. Soll ich mal ehrlich mit euch sein? Zur Sache, ich benutze hier den All Day Stay 16 Hours oder Stay All Day 16 Hours Long Lasting Concealer in der Farbe Beige, also Soft Beige, steht schon nicht mehr drauf. Ich persönlich schwöre auf den auch extrem. Kaufe ich mir schon jahrelang nach. Ich liebe den. Es gibt definitiv keinen anderen. Zurück zur Frage. Manchmal ist es so, dass man, oder ich zumindest, aber ich glaube Philipp geht es da ähnlich, dass man manchmal noch so seinen Freiraum braucht, beziehungsweise es einfach nicht gewohnt ist, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, es einfach noch nicht gewohnt ist, dass 24/7 jemand da ist. Und das ist auch völlig normal. Ich habe mit so vielen Freundinnen geredet und die haben alle gesagt, also wenn sie schon mit ihrem Freund zusammen gewohnt haben, dass sie das auch einfach brauchen, dass er mal nicht da ist und auch genauso, dass der Freund es braucht, dass man einfach selber mal nicht da ist. Man gewöhnt sich dran, der eine kocht abends zum Beispiel, man kommt später nach Hause, man ist mit Freunden weg, manchmal macht man auch einfach abends zusammen dann was, Freunde kommen hierher.
alles in allem würde ich sagen, ist es viel harmonischer nochmal als vorher und man teilt die ganzen Sachen. Man hat nur noch eine Wohnung, man geht einkaufen, man kauft dann für den anderen auch direkt seine Sachen mit, also seine Lieblingssachen und so. Aber natürlich, man hat auch 24/7 aufeinander und das führt manchmal zu Streit, gerade am Anfang, weil man sich über manche Sachen, gerade die Dekoration oder sowas, nicht einig wird. Das müsst ihr alles bedenken, aber das sind alles Punkte, die haben schon tausende, hunderttausende Pärchen gemeistert und das ist auch normal. Und am Anfang weiß man immer nicht, wie es funktioniert und gerade wie es mit dem Geld läuft. Und Geldsachen sind ja auch immer so eine Sache, gerade wenn man so jung ist, etc. Aber reden ist the key und viel reden hilft auch. Ach so, ich vergesse euch hier meine Produkte zu zeigen. Und zwar benutze ich hier einmal das Soft Matte Loose Powder von Manhattan. Das liebe ich. Allerdings geht da sehr viel Produkt immer in der Luft flöten. Also es ist eine Hassliebe. Auf der einen Seite verschwendet ihr sehr viel Produkt, aber auf der anderen Seite wiederum ist es halt lose und geil. Und mein Bronzer ist immer noch derselbe. Es ist der Hoola Bronzer von Benefit. Das ist tatsächlich mein Abi zu bestehen. Und es klappt ganz gut. Also es gibt natürlich immer wieder Momente, da hat man keine Motivation, auch wenn es nicht mehr so weit weg ist, trotzdem ist es anstrengend und ich kann auch nur jedem raten, wenn man es nicht unbedingt übers Fernstudium machen muss, dann macht es ganz normal in der Schule. Ich weiß, dass es super nervig ist, wenn man Lehrer hat und die nerven einen und man Hausaufgaben hat etc. Bei mir damals war das eine komplett andere Situation. Ich musste das ja aufhören, aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, das habe ich euch auch nie erzählt. Ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Da ist dann das eine zum anderen gekommen, deswegen habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Das war dann doch nicht das. Lange Geschichte. Gab damals sehr viel Hate und jetzt bin ich auf einem super Weg. Ich fühle mich super wohl damit. Können manche Leute vielleicht nicht nachvollziehen, ist auch okay. Aber ich sage immer, jeder muss eben seinen eigenen Weg finden. Der eine geht die eine Richtung, der andere die andere. Und am Ende des Tages kommen wir irgendwann alle beim selben Ziel an. Wir gehen alle irgendwann irgendwo arbeiten oder sind halt selbstständig, je nachdem, was wir eben auch machen wollen. Auch das habe ich in meinen Vlogs immer angesprochen. Tatsächlich nichts. Stress, das ist das, was ich am allerhäufigsten von Ärzten bis jetzt gehört habe. Stress, Stress, Stress. Keine Ahnung, ich kann euch das nicht sagen, ob Stress wirklich Kreislaufprobleme in dem Maß auslösen kann. Ich muss jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass es die Wahrheit ist und dass das so ist, weil in meinen Blutwerten wurde nichts gefunden. Ich habe das von zwei unabhängigen Ärzten testen lassen. Kleinen Moment, ich muss meine Augenbrauen-Sachen holen. Also keine Ahnung, was das ist. Morgen habe ich einen Frauenarzttermin, der soll auch nochmal alles abchecken. Das ist die letzte Station so bei mir. Und wenn da auch nichts rauskommt, dann... Also ich habe schon viel Stress, das stimmt schon so, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass das vielleicht davon kommt. Also ich kann es mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Sehr gute Frage tatsächlich auch. Ich mische sehr oft einfach Sachen nur zusammen. Manchmal sieht es gut aus, manchmal nicht. Ich brauche morgens auch dementsprechend echt ein bisschen länger. Philipp ist dann meistens von genervt, wenn wir irgendwo hinwollen und ich mich da 5-6 Mal umziehe. Aber in letzter Zeit persönlich gefallen mir meine Outfits noch einen kleinen Ticken besser, als sie mir an den guten Tagen gefallen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen meinen Style gefunden. Der ist so ein bisschen schicker manchmal, aber auch manchmal ein bisschen lässiger. Also es ist so eine Kombination aus den beiden Sachen. Und ja, ich bin ab und an auf Pinterest gewesen, habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, habe da so ein bisschen was nachgekauft. Bin auch mit dem Trend gegangen, habe mich manchmal auch von Freundinnen inspirieren lassen, je nachdem. Und probiere auch ganz gerne in letzter Zeit neue Sachen aus und ich denke, dass das so ein bisschen mein Style auch ausmacht. Nicht sehr viel tatsächlich. Philipp ist morgens arbeiten, mittags meistens auch nicht da. Wir machen in letzter Zeit sehr viel mit unseren Freunden, also nicht mit unseren gemeinsamen Freunden, sondern mit eigenen Freunden. Das ist auch wichtig, weil es die letzte Zeit relativ kurz kam, weil er viel gemacht hat und ich auch. Dadurch kamen unsere Freunde ein bisschen kürzer und deswegen haben wir gesagt, wir machen so einmal in der Woche einen Tag aus, wo wir wirklich viel miteinander machen oder auch den ganzen Tag verbringen. Ansonsten so im Alltag kommt er mittags nach Hause, meistens koche ich dann was und ja, dann essen wir was, quatschen kurz, dann geht er wieder und abends bin ich meistens ja weg oder er ist weg. Sonst hätten wir natürlich auch noch den Abend und wenn wir den Abend zusammen verbringen, dann essen wir meistens zusammen, gehen schlafen und das war's dann. Also so wirklicher Alltagstrott.
Gut, jetzt im Sommer, vielleicht geht es da ab und an abends dann auch noch mit Freunden an den See. Wir waren ja letzte Woche alleine am See, je nachdem. Oder man geht da mal essen, so mit Freunden. Halt nicht lange. Genau. Falls ihr neu seid und das nicht kennt, ich benutze immer, ich habe immer zwei Lippenstifte oder Liquid Lipsticks meistens. Einen für meine Lippe und einen für mein Augen-Make-up, weil dann hat nämlich, ja, da haben die Lippen die gleiche Farbe wie dein Lidschatten. Ich persönlich liebe das sehr, sehr doll. Und ich weiß nicht, ob das noch jemand macht oder ob ich da einfach seltsam bin. Ich mache es einfach so, weil ich es so am besten finde. Jetzt kommt dieser Liquid. Ah, die Nummer wollt ihr bestimmt wissen. Das ist Lipli 18 von NYX. Hier. Oh Gott, das ist schwierig. Der Spiegel ist so weit weg. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie drüber gemalt oder so. Wenn nicht, tut mir leid, ich sehe gerade nichts, auch nicht im Spiegel. Ich hoffe, das ist alles tippitoppi so. Wimperntusche ist von Yves Saint Laurent. Ja, braucht man nicht. Ich habe sie zugeschickt bekommen und seitdem benutze ich sie. Ich finde sie echt gut. Tut aber auch eine von Essence. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Vor allem wird mir auch immer bewusster, so die letzte Zeit gerade, dass ich mich so unnormal glücklich schätzen und vor allem auch dankbar sein kann, dass ich einfach gesund bin, also dass ich nichts habe, dass ich, ja, dass ich keine Krankheit habe oder irgendwie keine Behinderung habe. Darf ich das so sagen? Also ich will niemanden verletzen oder so, ich weiß nicht. Ich habe da immer ein bisschen Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis jemanden, der eingeschränkt ist, so, und ich sehe einfach, was man, ich will jetzt nicht sagen verpasst, und ich finde auch gar nicht die richtigen Worte, und wie gesagt, es soll auch echt gar nicht böse klingen, ich versuche gerade nur auszurücken, was ich so darüber denke, und ich sehe einfach so, wie viele Einschränkungen dieser Mensch hat und was ihm quasi so vorenthalten wird, gegenüber mir jetzt zum Beispiel, und das finde ich einfach. Darüber denkt man im Alltag so super selten nach und man stellt alles immer als total selbstverständlich hin, so man geht zum Arzt und man kommt gesund wieder raus und es wurde nichts entdeckt, so okay, dann ist es einfach so. Anstelle einfach mal kurz dazustehen und zu sagen, okay, ja, toll, super, es ist nichts, ich bin gesund. Ich weiß, dass es, wenn man so jung ist, einfach so richtig unnötig klingt, aber das ist es nicht, weil das ist echt nicht garantiert. Ich will euch doch keine Angst machen, aber es ist echt nicht garantiert, dass ihr für immer nichts habt und deswegen mache ich auch meine Vorsorgeuntersuchung auch beim Frauenarzt. Es sagen immer so viele, oh, ich gehe da nicht hin, so, da muss ich mich quasi ausziehen. Ja, müsst ihr, okay, das ist auch für mich nicht immer so angenehm, ich finde es auch nicht geil. Zieht euch einfach ein langes Shirt an, dann seid ihr nicht ganz so nackt vor ihm oder sucht euch eine Frau. Aber es ist doch wichtig, dass der kontrollieren kann, dass ihr nichts habt, gerade wenn ihr die Pille nehmt oder gerade wenn ihr ein anderes Verhütungsmittel nehmt oder Hormone nehmt, das ist so wichtig, das ist so ein riesen Eingriff in euren Körper. Deswegen versucht es ein bisschen mehr zu schätzen, auch wenn es im Alltag manchmal schwerfällt, wenn man den Job nicht mag und sonst was. Aber bezüglich, das schweift jetzt gerade ein bisschen aus, ich muss eh noch meine Wimpern tuschen, wenn ihr euren Job nicht mögt oder wenn ihr mit irgendwas so unzufrieden seid, es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr wechselt, dass ihr euren Job wechselt, dass ihr nochmal was Neues beginnt. Dass ihr zum Beispiel so wie ich nochmal euer Abi nachholt. Dafür müsst ihr keine Ahnung, 18 oder 17 sein, sondern ihr könnt natürlich auch 30 oder 35 sein. Ihr glaubt mir gar nicht, wie viele Leute das in dem Alter tatsächlich auch noch machen. Das ist auch kein Alter. Ihr könnt auch nochmal genauso gut mit 50 oder 60 studieren, wenn euch das glücklich macht und erfüllt. Wenn ihr das immer machen wollt, dann warum nicht? Immer dieses, die sind schon so alt, bla bla bla. Nee, Leute, nee. Ist doch egal, wie alt man ist, wisst ihr? Total egal. Hauptsache, man macht sein Ding. Das ist wichtig und das ist mutig. Und ich bin froh, dass es sehr viele Leute mittlerweile verstehen und sagen, ja, ich gehe jetzt nochmal woanders lang und ich mache das nicht weiter so. Es macht mich unglücklich. Das ist top. Die Einstellung ist super. So, und jetzt bin ich tatsächlich schon fertig mit meinem Make-up-Look. Heute ein bisschen länger gedauert, weil ich mit euch noch gequatscht habe.
Aber super einfach. Normalerweise sind das 10, 15 Minuten und ich bin fertig. Wenn überhaupt. Ihr braucht nicht viele Produkte. Das meiste bekommt in der Drogerie. Und Browser, ganz ehrlich, könnt ihr auch in der Drogerie kaufen. Ich persönlich schwöre nur auf den Hoola Browser schon seit 5 Jahren, weil ich einfach keinen anderen, der besser pigmentiert ist, gefunden habe bis jetzt. Aber ihr könnt gerne, falls ihr Tipps habt, was in die Kommentare schreiben. Ich denke, da wären euch auch ganz viele andere, die vielleicht jetzt nicht unbedingt 30 Euro für einen Browser ausgeben möchten, dankbar. Genau, alle Produkte habe ich nochmal unten in die Infobox geschrieben. Danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag zu meiner Morgenroutine. Und am Montag dann auch zu der Abendroutine, zu der passenden. Ihr könnt mir immer gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao!